bringt mir all eure Jungen, meine lieben Untertanen, und ich fesse sie zum Abendbrot. Oh, Russland, mein Vaterland, deine Wege stauben unter mir. Auf die Frau des Komiteevorsitzenden. Ich habe ihn nicht vergiftet. Das wäre gegen den hippokratischen Eid. Wie gefällt Ihnen das Bäumefällen? Das war schon immer mein Lebenstraum. Ich habe berechtigte Hoffnung, Sie da rauszuholen. Sie könnten hier meine Assistentin werden. Hören Sie auf, mir helfen zu wollen. Ich erwarte von niemandem Hilfe. Ich wäre am liebsten tot. Was spielen Sie hier eigentlich? Den guten Doktor mit möglichst niedriger Sterberate. Ich hoffe, Sie schlafen wenigstens gut. Möchten Sie wirklich wieder zurück in die Taiga? Geht Sie das was an? Ruhen Sie sich ein wenig aus. Bis zum Abend können Sie noch hier liegen. Ach, das hier habe ich gefunden. Gott weiß, wie das hierher kommt. Ist Puschkin. Das ist Ihre Apotheke, habe ich recht? Ja, das ist sie in der Tat. Das hier zum Beispiel, das ist giftig. Aber in geringer Dosis hilft es gegen Fieber und Erkältung. Ah. Und das ist gut gegen Migräne. Woher wissen Sie das alles, Dr. Walter? Ziemlich lange her. In einem anderen Leben. Ich habe die Bauern nach alten Hausmitteln gefragt. Im Laufe der Jahre haben sich viele davon bewährt. Und hier hilft es mir über die magere Medikamentenzuteilung hinweg. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Kommen Sie. Das da vorne. Tun Sie es hier rein. Recht gut. Haben Sie das Ihren Kindern vorgesungen? Ja. Unter der Führung des Genossen Josef Stalin ist fest entschlossen, die Errungenschaften des Sozialismus mit allen Mitteln zu verteidigen. Zhenya! Zhenya, sag meiner Frau Bescheid! Was geht hier vor, Professor? Ich weiß nicht, aber die werden sicher wissen, was sie tun. Stalin plant die physische Eliminierung der fähigsten und besten Köpfe der Partei. Sie haben dich als Jelfows potenziellen Mitverschwörer bezeichnet. Gott, das ergibt doch alles keinen Sinn! Hör auf damit! Wir müssen uns jetzt um unsere Haut kümmern. Wieso tust du mir das an? Wieso mir? Du bist Professor. Du beeinflusst das Bewusstsein. Ich habe Angst. Unschuldige Menschen werden in diesem Land nicht verhaftet. Evgenia Ginsburg, der Mitgliedschaft in einer trotzkistischen, terroristischen, konterrevolutionären Gruppe für schuldig. Hatte 10 Jahre gesagt, ich werde leben. Sie können nur arbeiten, wenn Sie gesund sind. Darf ich? Wie gefällt Ihnen das Bäumefällen? Das war schon immer mein Lebenstraum. Ich habe berechtigte Hoffnung, Sie da rauszuholen. Hören Sie auf, mir helfen zu wollen. Ich erwarte von niemandem Hilfe. Ich wäre am liebsten tot. In diesem Leben ist das Sterben nicht schwer. An das Leben zu glauben ist schwerer. Aber das Kätzchen sagte immer nur... Miau. Das wird schon wieder. Du, mein Leben, träumte ich dich bloß. Warst wie ein Ritt im frischen Frühlingsmorgen. Ist wunderschön. Warst wie ein Flug auf einem rosa Ross. Wir
trennen uns gar nicht voneinander. Denn das ist unmöglich.